Hallo Leute, hier ist wieder euer Jack. Ja, heute gebe ich euch einfach mal kurze Info zu den Einstellungen unserer Live-Race-Lobby, zu den Grundeinstellungen und was wir vielleicht Unterschiedliches unter Umständen mal ändern je Rennen. Einfach, die haben sich so rauskristallisiert. Wichtig für die, als Info für die ganzen Zuschauer, auch für die Fahrer und Teams, wie wir fahren und warum wir uns für die eine oder andere Einstellung entschieden haben. Oder wenn mal jemand ein ähnliche Projekte machen möchte, dann braucht er nicht lange an den Lobby-Einstellungen arbeiten, sondern kann hier gleich feststellen, was wirklich für spannende Rennen sorgt. Ich habe natürlich die Lobby-Einstellungen komplett gespeichert. Da schauen wir mal rein. Als Titel wählen wir eigentlich fast immer jetzt inzwischen ganz klar live on grejungs.de. Ihr könnt also auch auf die Seite gehen. Wenn wir live sind, findet ihr auch schon automatisch den Tipp. Der Renntyp an sich ist eigentlich egal, wie ihr den benennt. Da könnt ihr Härtetest machen. Festgelegter Raumbesitz mache ich eigentlich immer in Nein, weil wenn ich dann rausgehe und eine tolle Lobby noch da ist, können der nächste Lobbybesitzer entscheiden und die Fahrer kommen mir hängen noch eine Runde mit ran. Logisch, die Strecke, die wird natürlich immer unterschiedlich und in den Live-Race-Lobbys, das ist ja die Idee, spontaner Stream, einfach Leute dazukommen und wirklich, sie müssen dadurch natürlich ein Rennen fahren als Qualifying, also das erste Rennen ist immer Qualifying, müssen dann das Warm-Up nutzen, um sich auf der Strecke zurechtzufinden für die nächsten Rennen. Rundenanzahl wählen wir eigentlich immer so, dass wir Rennen haben zwischen 12 und 20 Minuten. Hier wollen wir aber auch zukünftig flexibel sein. Unter Umständen gehen wir auch hier hin und machen mal Rennen und legen eine Uhrzeit fest, dass wir sagen Renndauer 15 bis 20 Minuten. Auch im Starttyp werden wir variabel bleiben. Fliegender Start haben wir gewählt aus dem einen Grund, dass weil die Lobbys dann tatsächlich eher die Leute starten können bei Lobbyproblemen wie aus dem Stehenden. Aber die stehenden Starts, Start aus Starterfeld, kamen auch immer sehr gut an. Eine sehr wichtige Einstellung ist die Startaufstellung. Ganz wichtig für die Zuschauer zu wissen, auch für die Fahrer. Eine Live-Race-Lobby startet einfach spontan. Das erste Rennen soll das Qualifikationsrennen sein, wo wir auch komplett Fremde eventuell aussortieren, die einfach sich als Crash-Kids dort benehmen. Und durch dieses Rennen werden aber auch die ersten Platzierungen fürs Start, fürs nächste Rennen. Also heißt, der Gewinner des Rennens hat die Pole im nächsten Rennen. Hier haben wir auch den ganz tollen Effekt, dass Leute, die später dazukommen und vielleicht ganz starke Fahrer sind, tatsächlich von hinten sich erst nach vorne arbeiten müssen, vielleicht noch nicht mal um den Sieg kämpfen müssen, haben aber auch so das Training, wie ist es von hinten durchzukommen und müssen halt dann erst im nächsten Rennen um die Position 1, 2 oder 3 kämpfen. Also wirklich ganz tolle Geschichte und hat sich auch ganz toll rauskristallisiert. Die Fahrer fahren in Rennen, gehen danach auf die Strecke, sich zu verbessern, um fit zu bleiben, können aber auch am Setup arbeiten, weil das ist ja immer das Problem, wenn ich am Setup arbeite, ist meine Zeit dann nachher futsch. Also wirklich ganz tolle Geschichte. Pausen machen wir da in der Regel eigentlich immer zwischen 10 bis 20 Minuten pro Rennen. Boost haben wir aus, ist auch nicht geplant, das irgendwie einzubauen. Die Windschattenstärke wollen wir realistisch halten, dass es wirklich so ist, wie es geplant ist von Seiten Gran Turismos. Sichtbare Schaden haben wir ein, wenn wir ja auch übertragen, dass man sieht, okay, der eine oder andere hatte auch mal einen Kontakt. Mechanischer Schaden machen wir inzwischen leicht. Irgendwann werden wir auch mal hier testen, auf stark zu machen. Leicht hat den Vorteil, man wird bei einem Crash tatsächlich kurz bestraft, man hat Einbußen, aber das Auto repariert sich noch wie von allein. Reifenverschleiß nehmen wir zweimal, ebenso wie Benzinverbrauch. Es hat sich so gezeigt, dass man tatsächlich sehr viel taktieren muss. Man kann unter Umständen ohne Reifenwechsel durchkommen, hat aber Einbußen. Aber ohne Tanken sind die Rundenzeiten so gewählt, dass es nicht geht, da wir die Treibstoffmenge am Anfang auf 55 Liter begrenzen. Also ein Tankstopp ist eigentlich drin. Einer der wichtigsten Punkte ist der Bodenhaftungsverlust. Hier haben wir auf realistisch eingestellt. Und hier sind dadurch wirklich Hammerrennen entstanden.
Inzwischen musst du tatsächlich am Setup arbeiten, ein Team vielleicht im Hintergrund haben, wo sagt, du kannst das und das verbessern. Du fährst dann im Warm-up wirklich tolle Rundenzeiten, aber auf 5, 6, 7, 8 Runden sorgt genau das dafür, dass es richtig an die Reifen geht. Dass du vielleicht ein tolles Setup hast für schnelle Runden, aber die dir Reifen killen oder auch den Spritverbrauch. Also dieser Wert wirklich Hammer, der für wirkliche Rennen sorgt, wo du manchmal nicht mehr glauben kannst. Selbst Dragon Trail haben die Leute gemerkt, das Ding ist doch nicht so einfach. Verzögerung nach Rennende bedeutet einfach, wenn der Sieger übers Ziel ist, dauert es noch 40 Sekunden, dann wird das Rennen beendet. Eigentlich rein theoretisch könnte man es auch hier lange laufen lassen, aber die Fahrer wollen eigentlich schon wieder ins Warm-up gehen, die Zeit nutzen. Und so haben wir dann nicht, dass es 1,5 bis 2 Minuten dauert, bis unter Umständen der letzte im Ziel ist, weil wir ja auch viele haben, die das erste Mal starten und diesen Speed noch gar nicht gehen können. Die Kategorien der Fahrzeuge aktuell immer noch Gruppe 3. Wir werden auch sicherlich hier mal an den Gruppen arbeiten. Hier könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben, welche Gruppen auch mal beliebt sind. Und auch ein sehr wichtiger Punkt, die Leistungsbalance Bob. Die haben wir aus. Wir kastrieren kein Auto. Klar, Bob sorgt dafür, dass fahrerisches Können zählt. Live-Race-Lobbys sind inzwischen harte Rennen. Hier zählt auch, wie kann ich am Setup basteln? Wie kann ich mich verbessern? Taktik. Also spielt wirklich sehr viel eine Rolle. Wir haben die Nummer aus und es wird eigentlich auch unter Umständen fast immer aus sein. Auch damit man als, ich sage jetzt mal, nicht so Profi, wenn man reinrutscht, auch hier ein bisschen lernen kann, was denn das eine oder andere macht. Und aber auch die Fahrer sind jetzt nicht hier nur, um Rennen zu gewinnen, sondern auch zu versuchen, andere Zeiten zu schlagen im Renntrim. Was kann ich wirklich mit einem Gruppe 3 Fahrzeug komplett hier durchkriegen? Ansonsten Leistungsbeschränkungen ohne Gewicht, ohne, also alles offen, maximale Reifen, alles offen, was euch zur Verfügung steht. Auch ein wichtiger Punkt. Wir wollen eure Lackierungen sehen, wir wollen eure Teams sehen. Ganz klar hier keine Beschränkung, ihr kommt mit den Lacken rein. Allerdings kicken wir Leute aus den Lobbys, die, wie soll ich mal sagen, Lacke drauf haben, die wirklich gegen den guten Geschmack sind oder beleidigend sind. Solche Leute schmeißen wir direkt aus der Lobby raus. Die werden ja auch seitens PlayStation oder Sony auch gesperrt. Fahrzeugnummerntyp machen wir keine drauf. Ihr habt tolle Lacke und so ein Nummernpepper haut wirklich weg. Tuning, haut in eure Kisten, was es geht. Kartnutzung aus, klar, wir wollen kein Kart fahren, wir wollen Gruppe 3. Ghosting, auch ein wichtiges Thema. Wir hatten es einmal aus und die Fahrer wollen auch realistisch sein. Ghosting bedeutet, bei einem Crash wird das Auto leicht unsichtbar gemacht, man kann es nicht anfahren oder behindert keinen. Die Fahrer wollen eigentlich realistische Bedingungen, aber ich habe viel Feedback bekommen, als wir es anhatten. Es ist zwar toll, aber manchmal macht man einen Fehler, dreht sich raus, das Auto ist nicht mehr unter Kontrolle, weil wir fahren hier am Limit. Man wird blöd erwischt und auch nicht mehr das Auto unter Kontrolle und reißt unter Umständen zwei, drei Leute mit, macht ihnen dieses und das nächste Rennen damit kaputt. Wir werden also das Ghosting überwiegend hier auf schwach mit anhaben. Strafen gibt's, und zwar die Abkürzungsstrafen. Es gibt Strecken, da kannst du abkürzen und das wollen wir nicht. Unfaires Verhalten wird bestraft. Auch eine Wandkollision wird mit Zeitstrafen behaftet. Also wenn du da an die Wand ditcht, dann hast du einfach drauf. Seitenkontaktstrafen natürlich auch. Fahrzeuge nach einer Wandkollision wieder ausrichten, das sollen die Fahrer selber machen. Neu platzieren haben wir im Moment ein, werden wir auch so lassen, weil manchmal erwischt es dich auch wirklich, ohne dass du was dafür kannst. Es ist eine kleine Hilfe, dass du mindestens wieder dadurch im Rennen bist. Flaggen regeln ein, bedeutet ganz klar, gelbe Flagge, volles Überholverbot, sonst hagelt Strafe. Blaue Flagge, lass die Leute überholen, du wirst überrundet, es kommt ein schnellerer. Also, ganz, ganz wichtig. Ansonsten für Fahroptionen, weil wir auch viele in der Live-Race-Lobby haben, die hier mal mitfahren wollen, aber man merkt, es ist schon ordentlich Speed. Wir möchten euch natürlich hier, dass ihr eure Hilfen mit einbaut, wie es euch gefällt. Gegenlenkhilfe, Ideallinie, dürft ihr alles nutzen. ABS, Autopilot darf auch genutzt werden, ohne Beschränkung, Traktionskontrolle oder dann natürlich die Stabilitätskontrolle.
Zum Autopiloten möchte ich etwas sagen, noch kurz für die Lifeways-Lobby. Wenn man natürlich feststellen, einer haut nur sein Auto rein, um Werbung zu machen und den Autopiloten, um den auf der Strecke zu fahren, da kicken wir natürlich komplett. Und ich kann auch nur sagen, bei einer Lifeways-Lobby, die Fahrer sind fair. Wenn einer tatsächlich mal ein Rennen aussetzen muss und die Lobby voll ist, fragen diese tatsächlich, Leute, stört's, wenn ich kurz bleibe für nachher oder soll ich lieber raus? Das wirklich selber entscheiden, aber wir wollen keine, die jetzt irgendwie draußen sitzen und nur zuschauen. Also, weil die Plätze sind immer schnell voll an verschiedenen Zeiten, da schmeißen wir die Leute raus. Das war's im Groben. Wie gesagt, ich möchte das euch als Info geben. Für die Einstellungen, auch für die Zuschauer, was es alles bedeutet. Und ich weiß, viele Teams arbeiten halt auch hart daran, ihre Leute inzwischen hier nach vorne zu kriegen. Was da im Hintergrund abgeht bei den Live-Race-Lobbys, ist der Wahnsinn. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ihr könnt mir auch gerne Feedback in den Kommentaren geben zu den Einstellungen, ob ihr irgendwas anders seht. Da bin ich ganz offen, da kennt ihr mich. Ansonsten kann ich nur sagen, Daumen hoch und viel Spaß zu den nächsten Rennen. Wer weiß, wann die nächsten kommen. Ciao, ciao, macht's gut, euer Jack.